Ich hab Halbzeit 9 Schüsse. Mit nur 2-0. Er muss ich runter. Folgerichtig, würde ich sagen, oder Buschi? Ja, er hat einfach einen schlechten Tag erwischt. Info. Angesichts dieser Leistung war klar, wie fährst du? Trainer irgendwann reagieren 9. muss. 10. 8 davon aufs Tor. Nur ein Tor. Burnley hat gestern erstmal gezeigt, was effizient ist. Das ganze Spiel hatte Burnley 3 Schüsse aufs Tor und hat 2-0 gegen Liverpool gewonnen. Jetzt könnt ihr den Ball abspielen. Liverpool hatte 25 Schüsse aufs Tor oder so. Ich sag's wie man. Da packt der Freistoß. Jo, rot für Köln. Vogt. Vertretbar, denke ich, auch wenn er durch den Schnee hier vielleicht Kevin etwas Vogt beeinträchtigt wurde, er geht zu hart rein. Er ist ein Kevin, was jetzt sagt. Ja, er hat rot bekommen. Maxim drängelt sich zwischen ihm und dem Ball, hat den Ball, wollte abspielen und er tritt mir von hinten rein. Was für ein Hurensohn. War Matt, Bro. War richtig Jäger Matt, Junge. Ja, Mann. Er passt ihn auf den Flügel. Wo spielt Kevin Vogt? Welche Posi? Paul Pogba ist zu Bayern München gewechselt. Bitte? Und verlässt Juventus Turin. Defensiv, okay. Schießt er ihn rein. Super. Paul Pogba wechselt zu Bayern München. So schön war. Erneute Ecke. Ey, das wird ja mal spielen. Hä? Transferphase ist doch schon längst weg. Teamvergleich in puncto Ecken. Ich kann ja jetzt immer noch sagen, was passiert ist. Er kann ja, den, von, ja, den aus der Luft gerade. Eine Alter. Super Aktion, das hat er richtig gut gemacht. Rüdiger. Was Kudelsch, mein neuer Mann. Oh, ist immer noch aber. Lor. Niedermeier. Good day. Oh, good day. In ja. Good day 3-0. Sein erstes zweites genau. Tor. Dann wieder ab seinen Gegner laufen. Ey, was macht der? Okay, er ist über den Kopfball stark. Dieses schöne das Tor. Muss ich mir merken. Das sind sehr, sehr schwierige Bedingungen heute bei diesem Spiel. Ja, und das sehen wir ja genau in dieser Situation, Wolf. Ich denke schon, dass der Keeper hier durch den Schnee ganz klar beeinträchtigt wurde. Ach, das gibt's ja gar nicht. Ich dachte, der geht an die Latte. Ach, gut, spätestens 3-0. Jetzt wird's eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Jojic. Ach, nächste Begegnung in der Bundesliga. Eigentlich kann Dortmund er das besser. Hier kommt der Ball nicht zum Mitspieler durch. Maxim außen auf Sanabria. Brett drin. Tor, den macht er, aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob er das so wollte. Aber es passte perfekt. Trauen wir ihm das doch einfach. Ich kann ja mal die letzten 5 Minuten aufnehmen. Unhaltbar. Ich glaube, du hast die letzten Spieler. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus der Kameraperspektive. Ja. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Weiß jetzt nicht, ob er das aufgenommen hat, die letzten. Sören. Wo ist eigentlich mein Spiel, Junge? Das wollte ich dir nicht zeigen, weil das ein Unentschieden war. Ach so. Du wolltest ja eins sehen, wenn ich hochgewinne, wie ich das spiele, Maxi. Oder nicht? Ja, ob du auch mal hinten in der Abwehr rumspielst, um hohen Ballbesitz zu bekommen in der Statistik. Hey. Da kommt der Schuss. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Weigel. Schuss. Weigel! Er setzt den Schuss daneben. Ist das dem Schnee geschuldet? Ein Stück weit? Vielleicht nicht nur, aber eins ist klar, einfach zu spielen ist dieser Untergrund nicht. Maxi. Was? Wofür frei? Ach so. Natürlich. Das war der unfairste Freischuss, den ich jemals verursacht habe, in Klammern, in FIFA. Baumgartlinger. Schwab. Leiva. Leonardo Bittencourt. Sörensen. Kann man mal auswechseln jetzt, wa?
Jovic raus. Oh, mein Verteidiger macht 2-1. Aus der Distanz geschossen, Junge. Der Olkowski, Junge. Gott. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Maxi. Da zieht er ab. Jo, die spielen die Überzahl gut aus und belohnen sich mit diesem Treffer. Die zweite Halbzeit könntest du jetzt schicken. Und das musst du auch, wenn du zahlenmäßig überlegen bist. Du sollst mir nicht schicken, du sollst mir mindestens bei YouTube hochladen. Also ja, meine ich doch. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt wenn ich es noch hinkriege. Leiva. Wieso, wie viel Restaufnahme hast du immer? Ich habe immer die letzten 5 Minuten aufgezeichnet. Aber das Ding ist, weil ich ja eben gerade Alt F9 gedrückt habe und da hat er manuelle Aufnahme gestartet. Danach habe ich jetzt Alt F10, da weiß ich halt nicht, wie weit er zurück aufnimmt. Ja, 5 Minuten. Maxi. Den spielt er wieder zurück. Wo sollte der Ball gar nicht hin? Baumgartling. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Weige runter. Insua. Und jetzt wird es Einwurf geben. Hier steht jetzt die Auswechslung an. Insua. Leonardo Bittencourt. Gleich kommt der Eckstoß rein. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Ach, Gnabry, es hätte ein zweites Tor sein können, aber nein. Das ist unfähig. Baumgartling. Risse. Leonardo Bittencourt. Knapp abseits, aber das wäre auch. Vollstatistik. Ich 5, Hamburg 0. Oh. Nicht wirklich gefährlich geworden. Alles klar, Drimmitsch macht Fallrückzieher, alter Traumparade. Leonardo Bittencourt. So. Ich drück jetzt nochmal.